Willkommen zurück bei Wir krabbeln durchs Gebüsch. Ja. Das heißt Scum und mit dabei krabbeln Coach Cutter, Koya und Hippo. Ja. Hallo. Hallo. Die Gebüschkrieger sind wieder unterwegs. Ich glaube, er wollte gerade Habt ihr Rente die, sagen. genau, Ich habt ihr glaube, die ich weiß Pause nicht, ob er gemerkt, die nicht er lange überlegen ganz musste, wie das Spiel nochmal heißt? Ich glaube auch. Er musste ganz kurz überlegen. Er hat aber die Kurve gekriegt. Also, das muss man ihm ja hoch Ja. anrechnen, ja. Ja, also bedenklich wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, willkommen zurück bei Riskum. Rennt! Bei Rum. Rennt! So. Rennt! Rennt, ich habe beschossen. Genau, irgendwann ist das so der Fall. Rennt! Das Spieler ist Genau. Scum! So, wir sind an diesem kleinen Militärzeltplatz sozusagen angekommen. Auf dem Weg zum Damm immer noch, der noch weit weg ist, aber das Camp Dam, wollten wir dam. mitnehmen. Damm, Damm, Damm! Gott. Coach Da, ist da, schon da, im da. Camp, weißt du, alle anderen. Duck und alles. Und Coach, Rucksack! Ja, wir Yeah! brauchen Rucksack. Ja, toll. Erste Kiste, drei verschiedene Mützen. Das ist ja schon mal toll. Oh, das ist gut. Fantastisch. So, gehen wir in die Zelte. Zack, zack, zack. Ist ja nicht so, dass ich noch kein Wastepack habe. Hier ist auch nichts. Sieht ein bisschen Also ich geräubert aus. fürchte, ich muss gerade erst einer durchgestolpert. Ja, das ist viel Ja. zu leer. Zwei Einsatzwesten waren hier auf jeden Fall. Gehen wir auf den einen Turm hier. Oh, besser du als ich. Also ein Gummiband gäbe es ja. Na toll. Kannst du Gummiband, eine Flintchen genau aufbauen? das. Warum bin ich so schief? Chief of Staff. Okay, auf dem Turm liegt gar nichts. Chief of Staff. Mann. Aber auf dem Turm liegt gar nichts. Also da ist wirklich jemand hier Ja, hier ist gewesen. auch in den Dings nicht, dann lass es weiter. Wir sind hier nur unbedingt Ziel. Ja. So. Ich Gehen wir wieder würde zurück in den dann Wald, wo aber wir auch herkamen. mal hier kurz noch ein Häufchen setzen. Geschäftlein, ein Geschäftlein erledigen, Ein ja. Geschäftlein, ja, so kann man das auch nennen. Ein kleines Geschäftlein. Ein anstrengendes Geschäft. Hört sich an wie eine Geburt von Drillingen. Kleines Geschäftlein. Das macht er Ja, natürlich ja. mitten in der Butze, ne? Natürlich, da kann mich keiner über den Haufen schießen beim Kacken. Naja. Wie Das sieht das wäre bei echt mir aus? scheiß Tod. Ja, auf sowas von. Junge, der kann aber auch pinkeln, das gibt's doch gar nicht. Hab einen kleinen Bewegt mich doch so Pups viel, das gemacht, muss doch eigentlich alles weißt ablaufen. du? Ach, Mann. Und auf die eigene Hose gepisst, du Sau! Ja, Meine das muss man auch Fresse. erstmal hinkriegen. Wir werden im Übrigen gejagt, ne? Das können wir ja mal erwähnen. Ja, wir werden im Übrigen gejagt auf unserem Community-Server, wo wir hier unterwegs sind, falls ihr da auch Lust und Laune habt, mitzumachen und mitzujagen. Ja? Chat.koyagaming.de oder einfach discord.gg/koya. Da haben wir die Daten für unseren Scum-Community-Server hinterlegt. Und ja, wir haben ja vor geraumer Zeit, ist ja schon ein bisschen her, die gute Ninni mal zerlegt. Ja, Und Coach hat nie zerlegt. Ninni, er ist eigentlich, er müsse nur Coach jagen, um sich zu rächen. Nein, nein, aber du hast den großen Rucksack geklaut, denke ich. Ja, Also alles andere war ihr du hast scheißegal. Das ging nur um getötet. den großen Rucksack. Du hast sie getötet, du warst Ja, schuld. das stimmt, aber meine Entschuldigung hat sie schon angenommen. Naja, jedenfalls ist Ninni auf der Jagd nach uns und hat auch ein bisschen Verstärkung dabei. Also es wird jetzt schon haariger werden. Jetzt haben wir viel offenes Feld, wenn wir nicht durch die Stadt wollen. So, wir können zum Damm doch hier oben rüber, oder? Hier. Well? Hier. Hier. Oh. Ich glaube, mein Schein pfeift. Ja, aber da kommt ja dann ganz viel offenes Feld bald. Ach, das täuscht. Ich meine, wir können durch die Stadt, wir brauchen eh noch ein bisschen Metall. Und noch ein bisschen Action, weißt du? Natürlich. Bam, 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 Klatschen. bam! Ich will Na eure komm, FP hab verballern, ich Glück. habe nur 82. Wir sollten eigentlich campen, bevor wir ballern gehen. Dann habe ich nämlich 100 und kann wieder bei euch spawnen. Momentan könnte ich das nicht mal mehr. Ja, wenn wir mal ein Vieh finden, dann Ja, gelingt's. direkt hier beim Camp, Selbiges. weißt du? Bauen wir hier ein Lagerfeuer aus. Ich sage doch nur, das Tier Stopp erlegen. mal kurz, da vorne ist was Rotes am Boden. Da hat jemand was zerlegt. Oh ja, Könnten auch tatsächlich. Pilze sein.
Nee. Nein, das sind keine Pilze, das ist Flut. Okay. Oh ja, das Sache. Okay. Das ist ein Reh. Oder irgend sowas in der Richtung. Aber das liegt da noch Fleisch? Ja, das ist auch nur gehäutet. Das ist nicht. Ja, bleibt mal hier. Nicht, dass hier jetzt einer rumsnipert und drauf wartet. Das ist es. Ja, dann haben wir den vielleicht gerade gestört. Der hat uns gehört. Wir sind hier auch kaum zu überhören. Ja, das kann sein. Deshalb. Kommt der Hacke. Also ganz ehrlich. Lauschen wir mal kurz. Einmal kurz. Nicht laufen bitte mal. Coach! Ich muss doch wohl erstmal ins Gebüsch gehen. Nee. Auch mit Fokus nichts zu hören. Auch mit Fokus nichts zu hören. Das ist ja auch mit schön. Dem Fokussieren, so nennt man das ja. Also. Wenn das ein Sniper wäre, dann hat er sich eine beschissene Position für das Ding ausgesucht. Nee, Sniper nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Falle ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass der irgendwo. Ich meine, das Ding ist unangehastet. Ist doch komisch. Einmal gehäutet. Eben. Dann brauchte der ja auch nur die Haut. Wofür denn? Um sich einen Backpack zu bauen. Oder ein Backpack, ja. Also, jetzt ganz ehrlich, hier in der Nähe vom Bootcamp bastle ich jetzt keinen Campfire. Nee, aber wir können ein bisschen Fleisch mitnehmen. Nein, aber ich könnte es doch zerlegen und das Fleisch mitnehmen, ja. Ich habe keinen Platz. Ich habe ganz viel Platz. Ich deck mich, ich nehme das auseinander. Ich decke niemanden. Ich kann dir auch eine Rauchgranate für die Füße schmeißen. Ich decke schon. Vielleicht kommt mir gar keinen Sinn hier. Schöne Wildsau, muss ja nicht umsonst gestorben sein hier. Muss er nicht. Die Haut hat er ja im Hut genommen. So. Nehmen wir das mit und bei der nächstbesten Gelegenheit bauen wir uns ein schönes Kämpchen auf. Ist doch super. Mhm. So. Dann zack, den Torso nicht zerlegen, den kriegst du in den großen Backpack rein. Das ist zu spät. Das hättest du vorher sagen müssen. Den habe ich gerade als erstes zerlegt, weil er am meisten Fleisch gibt. Läuft hier einer? Ja, ich bin das. Ja. Ich krabbel mal da vorne in das Gebüsch. Mal, ob ich da den Berg runter lunsen kann. So. Damit ich meine Waffe nicht verliere, wäre es ganz gut, wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen Fleisch vollpackt. Klar, müsst ihr doch genug Platz haben. Ja, also für einen Spieß kann ich auch noch mitnehmen. Nee, ich baue jetzt keine Spieße. Nein, für einen Spieß Fleisch kann ich mitnehmen. Achso. Hören Sie mich doch einmal zu! Er versucht das, aber ich ertrage das meistens nicht lange genug. Boah, Alter. Das ist ja nicht normal, so. Ah, hier in meiner Unterhose habe ich noch ein bisschen Platz für Fleisch. Du, in den Stiefel passen auch nur 5x Steaks rein, ne? Das ist auch doof. Stiefel. Ja, Füße müssen halt auch noch rein. So, alles klar, komm, jetzt lasse ich die Nägel liegen, jetzt so die Faxen dick hier. Ach, ein Traum. Ja, das kann auch noch weg. Ja, komm, das MP5 Magazin lassen wir auch noch. Was? Das gute MP5? Ja, was soll ich damit? Reifen. Das ist doch nicht das Fett, was soll das denn jetzt? Hört sich erstmal das Fett rein. Wie widerlich bist du denn? Ja, man muss doch irgendwie sein Gewicht halten. Man nimmt auf jeden Fall ein bisschen Fett mit, ne? Wieso? Das kann man mit reinbraten ins Fleisch, dann ist das ein bisschen ergiebiger. Arsch, die Waldfee. Du brauchst nur eins mitnehmen. Ein Stück Fett. Naja, ein bisschen mehr. Es gibt ja auch mehr Spieße. Das schneide ich mir aus der Rippe, das Fett. Hast du mal gesehen? Jetzt hier schon wieder was? Ich habe den Knoblauch gerade gegessen. Ich habe gerade den kompletten Knoblauch. Hast du also das Steak mit dem Knoblauch eingerieben und dir erst mal ein großes Steak reingeflankt? Ja, so ist es. So, also der Rest, der hier liegt oder dergleichen, soll ich noch was auseinandernehmen oder sind eure Rucksäcke voll? Nö, also ich kann auch nehmen, Ich habe jetzt gerade die Wildsau im... Ich könnte auch nehmen, aber nö. Ja, nee, ich passe hier auf, dass ich auch alles gut, alles gut. Ich zerhacke dann noch, Xa, und dann kannst du hier einsammeln in Ruhe. Ja, mach ich. Dann halt schon wieder eine Drohne an, oder? Ja, die war gerade bei mir, glaube ich. Dann halte ich mir noch ein bisschen den Rücken frei. Wir halten uns viel zu lange auf. Ja, ich weiß. Keine Panik, Kinder. Aber wir sind hier ganz wirklich gut gedeckt, bis auf meine.
Ja, wir aber gucken wir passen aber ja in alle auf. Richtungen. Ja, aber es reicht ja ein spitzer Schuss und ich bin halt weg. Und dann seht ihr zwar, wo der herkam, aber... Da brauchst du schon zwei Treffer. Noah, wenn er den Kopf trifft. Kommt auf die Waffe an, ja, dann reicht auch einer. Mit dem Sniper eventuell, ja. So, okay. Jetzt ist hier eigentlich, ich glaube, mehr als genug. Ansonsten liegt noch eine Keule, die kannst du dir dann auch noch zerteilen. Ich bin dann jetzt auch im Gebüsch. Und ja, deck ein wenig. Dann gehe ich mir mal Fleisch holen. So ist es. Ich glaube, keine Ahnung, so zwei, drei, also zwei Spieße auf jeden Fall. Ich glaube eher drei Spieße. Also mein Rucksack ist fast leer, also. Ja. Ein Klatsch voll. Ah, dann kannst du die andere Keule vielleicht sogar auch noch zerlegen. Jo, mal schauen. Ich frag mich halt, wie lang bleibt so eine Sau eigentlich liegen? Ziemlich lang, glaube ich. Ja, okay. Also wir haben schon Zombie-Teile gefunden, die lagen über 24 Stunden lang rum. Ach so. Okay. Ist also jetzt kein Indiz dafür, dass hier gerade einer war. Nicht zwingend, ne. Schade. So, dann wäre ich voll geschnitzelt bis an den Rand. Ja. Ja. Also gehen wir in den nächsten Wald. Wie viele hast du das eingepackt, oder? Da? Das sind... 2, 3, 4... sind 15. Also auch also 15 Stack. Ja komm, ich packe auch noch ein paar ein. Ich hab... 12... 16... 17... 20... 22... 24. Wer hat denn hier den guten Essig weggetan? Ich. Brauchte Platz. Esse ich nicht. Doch, komm, du hast... Du in der Regel schon. Du drückst dir das alles rein. Nee, nur Öl und Butter. Essig hat mir zu wenig Kalorien. Essig hattest du auch eingekloppt. Ja, Butter-Diät. Stimmt. Oh, wie das beim Pinkeln brennen muss, ey. Ab in den Wald und dann braten. Ja, wollten wir nicht noch in die Stadt und ein bisschen nach... Ja, aber jetzt mit dem vollen Rucksack, mit dem ganzen Fleisch da drin. Aber so ja, das bringt ja nichts, bringt ja nichts, hast recht. Okay, dann gehen wir in den Wald... Dann welchen Wald gehen wir? Du kannst auch wunderbar in der Stadt grillen. Ja, super. Ja, natürlich, klar, bei dieser Stadt auch unbedingt. Gehst ein Häuschen rein, hast ein, zwei Türen, die du überwachen musst und hast sonst Ruhe. Im Wald kannst du von allen Seiten jederzeit kommen und du bist, wenn es dumm läuft, sogar mal mehr zu sehen. Da liegt eine Axt rum, hat die einer verloren? Es ist sehr gut möglich, dass ich meine Axt verloren habe. Ja, wo ist die? Bei der Leiche. Und hier liegt auch noch ein MP5-Magazin. Was liegt hier alles rum? Das habe ich weggeschmissen. Couch hat ich habe auch aussortiert. Einiges weggeworfen. Moment, dann die Axt brauche ich wieder, in der Tat. Die hat sich verabscheut. Wo sind die? Da. Dabei ist das Holz da frei. Das musst du auch nicht immer verstehen, was der macht. Gut, ja, also entweder wegen mir grill ich auch in der Stadt. Mir ist halt alles scheißegal. Ja, und da musst du die ganzen Äste und alles, was du brauchst, da hinstellen. Ja, du machst ein Bündel mit langen Stöcken und kannst ein Campfire plus zwei oder drei Spieße machen. Ach, wir machen das im Wald, wie sich's gehört. Dann schlage ich vor, nehmen wir den Wald östlich der Stadt. Oder nördlich von uns jetzt. Mir ist halt wurscht. Ja. Nördlich von uns? Das ist halt gesagt. Viel freies Feld. Ah ja, gut. Komm. Ja, aber hier haben wir eine Anhöhe, also. Ja, ist okay. Dann sieht man unser Feuer noch weiter. Ja, das ist. Perfekt. Wir wollen ja nicht auf der Anhöhe grillen, ne? Ist ja wohl die Anhöhe. Wer ist eigentlich diese Anhöhe? Gott, ist das schlecht. Ja. Das tut mir leid, das muss man jetzt aber mal gesagt haben. Unten ist noch eine Sau. Sauerei. Gute Wildgegend hier. Irgendwie, ich irgendwie ein richtig beschissenes Gefühl. Da läufst du hier draußen jetzt mit der MP5 rum? Jo. Echt? Ja, wenn du nur so auf mittlere Distanz ballern musst. Also ich meine, von rechts hast du ja, ne? Da steht er ja quasi vor dir, wenn du ihn siehst. Und nur von links hättest du jetzt weite Sicht.
Zudem ist zur Not ja auch schnell gewechselt. Ist hier hinter dem Felsen eventuell eine Möglichkeit, Coach? Ich hätte jetzt, ja, wenn man es hier hinstellen kann, ich weiß nicht, ob man es platzieren kann hier. Nee, ich meine so ja. Hinter dem Felsen, geht's da nochmal hinter runter, hier so, hier, da, ne? Ja, aber da hast du jetzt wieder ein ziemlich freies Tal da vorne, ne? Dann hätte ich ja eher gesagt, hier so, in dieser Senke. Irgendwo eine kleine Senke, aber in der Senke zu hocken ist halt auch immer eher suboptimal. Ja, wieso, das ist, einer kann die eine Richtung und der andere... Hm? Wenn du entdeckt wirst, hast du die Arschkarte. Eben, in der Senke, dann lieber oben hier beim Felsen. Dann hast du ein bisschen freie Sicht. Dann wirst du zwar auch gesehen, aber du kann sich auch keiner so schnell anschleichen. Hier zum Beispiel halt. Ja, meinetwegen. Oder? Was meint ihr? Ich lass mich überstimmen. Sa und Hippo sind ja hier die Superprofis in Sachen Tarnung. Warntäuschen, verpissen. So ist es. Na, dann mach den mal da unten. Ich beziehe mal Stellung hier oben auf dem Hügel und Blumen runter. Na, fantastisch. Und ich guck mal in Richtung Stadt. Ja. Früher fällt ein Baum. Ich fäll einen Baum. Ich darf wieder die Arbeit machen, die auffällt, damit ich den Kopfschuss krieg. Ja. So ist es. Wir haben es besser. Ach nee, das zählt ja nicht. Ja. Der ja, irgendwo ein Strauch. Gibt's Stelle markieren. Strauch? Also, der Strauch ist er schon wieder. Ja, machst du ein paar Spieße dann, ja? Ich mach das Feuer. Ja, erstmal Spieße. Wir können auch erst Spieße spießen und dann Spießen spießen. Ich muss Xama eben das Gebüsch klauen. Alles Spießer hier. Du klaust mir jetzt nicht meine Deckung. Nee, kann ich auch nicht. Oder? Schön das Gebüsch wegschneiden, indem er hockt, das wäre super. Ja, moin. Wie sieht er dann? Da rennt einer in der Stadt. Bei diesen drei Garagen. Bei der Polizeiwache also. Ja. Dass der aber auch für jede Kacke aufsteht, ne? Könnte ich ihn auch mal für reinhauen. Entfernung, sah? Moment. Hast noch nicht gedrückt. 370. Nö. Den Garagen. Ja, Garage. Diese lange Wand. Ja. Der ist nach rechts weggelaufen. Willst also der wird da jetzt in das Häuschen rein sein. Wollen wir stellen? Wollen wir hin? Ja, ja logisch. Ja, absolut. Okay, ja dann. Oh, ich hier gerade einen Spieß, vor. Alter. Ja, bau doch einen Spieß. Geht ihr bitte vor, weil ich habe keine Ahnung wo genau. Ich wüsste zwar grob, was ihr meint. Wo ist denn der Xar? Da. Ich bin ein bisschen hinter Hippo. Okay. Was ich hier ist auch irgendwo eine Wildsau, nicht, dass ihr von der Bahn ran offen gerannt werdet. Naja. Die ist hinter uns. Nee, die ist vor uns, oder? Die ist rechts von uns. Oh, na gut, dann haben wir jetzt fast alles durch. Ich sag, die ist links von uns, dann haben wir alle hin und die war definitiv rechts von uns. Verdammt, die ist über uns. Oh, jetzt kommt's von vorne. Helikoptersau. Helikoptersau. Spiderschwein. Spiderschwein. Okay, jetzt sind wir ruhig, gell. Kondensation. Da vorne sind Wildsauspuren. Das freut mich auch. Ja, die Wildsau ist links auf dem Feld. Ja. Könnt uns in der Tat auf in der Tat. Ah, da ich sehe sie, okay. Ja, wenn ihr bei mir seid, seid ihr weit genug weg. Aber viel näher würde ich nicht hören. An dich nicht ran, oder? An mich sowieso nicht. Wer nahe bei mir ist, ist selbst dran schuld. Ja. Ich habe immer noch keine AK-Munition, das heißt, ich kann leider aus der Entfernung nicht agieren. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wenn wir uns so anschleichen, dass der weg ist, bis wir da sind. Möglich, aber nicht unmöglich. Ja, ich glaube, wenn wir rennen, sind wir tot, bevor wir da sind. Oh, auch eine Drohne. Das ist doch nicht euer Ernst, jetzt bestimmt, ey. Das ist jetzt bestimmt bei mir, ich hatte noch keine. Jupp. Ist sie bei dir, die Drohne? Ja, ich bleib hier. Ja, bei Feuer. Okay. Stell dich hier. Vorne diese Baumreihe jetzt hier vor der Stadt vor uns. Wollen wir uns da mal positionieren? Maisfeld geben wir auf den Piss.
Was geht auf den Piss? Maisfeld. Achso, ja. Komm, geh mal vor. Ohne Zoom kann man da durchgucken. Sobald du durch die Waffe guckst, siehst du nichts mehr. Xa, Hippo. Was ist los? Kommt ihr vor, dass wir an die Baumreihe gehen hier vor uns? Ja, ja, ja. Da brauchen wir ein bisschen Deckung für halt. Denk dran, kann einer mal auf den Kirchturm gucken. Falls er nicht ganz alleine war. Ja, ich guck sofort, wenn ich. Kein Kuh ja auch, der hat auch ein Zielfernrohr. Ja, da hab ich nur keine Munition drin. Ja, aber zum Bis gucken Zielfernrohr reicht. Oder was? Das Zielfernrohr, ja, ja, dann sehe ich einen, dann kann ich sagen, ja, da ist einer. Ja, das ist doch schon mal viel wert, die Aussage. Also finde ich auch. Kein Munition für Zielfernrohr. Ach, kann leider nicht durchgucken, ich habe keine Munition mehr. Macht doch mehr Sinn, wenn es einer macht, der Munition drin hat, weil dann kann er den gleich ausschalten. Von hier mit der AK, so optimistisch. Ach, ne? Das geht auch nicht. War doch groß genug, das haut rein. Ist schon wieder irgendwo eine Sau. Also bis zum Kirchturm sind von hier 300 Meter, das ist kein Problem. Gut, das müsste gehen. Gut, das täuscht aber so ein bisschen, ne? Ja. Aber jetzt hat ihn auch schon keiner mehr gesehen, oder? Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist weiter. Nee, den Spieler keinen. Gesehen hat jetzt keiner mehr, oder? Gesehen habe ich ihn noch überhaupt nicht. Ja, der wird irgendwo in dem Häuschen da rumturnen. Ja, wenn er so lange sich in der Stadt aufhält. Ja, der wird jetzt so halt die Häuser durchlooten. Ja. Oh, Alter, Rie, ey. Ich habe mich auch gerade ein wenig... Oh! Schnaufte einmal tief. Beinahe geballert. Er wird ja nicht das erste Mal. Hast du im Bunker auch schon? Korrekt. So, jetzt bin ich ja hier so an den Rand, ne? Krabbelt er da aus diesem Bunker raus, auf einmal schießt der. Ja, es. Ja, ich mach nicht so an. So. Okay. Jetzt müsste irgendwas mal mit Zielfernrohr nach vorne. Ja, wir sind sofort da. Da, guck du in die Stadt, ich guck mir mal den Kirchturm genau an. Kirchturm ist nix, da ist kein Sniper drin. Das wäre schon längst, der hätte schon längst geballert. Behauptet, der ist schon wieder weg. Der war bestimmt in die Polizeistation. Nur noch ein, zwei Garagen und weg dafür. Du kannst das Dach der Polizei, also ich kann das Dach der Polizeistation jetzt nicht einsehen. Nee, da ist ein Baum davor, ja. Nee, ich hab ein Haus davor. Das ist schlimmer. Ja, nö. Jetzt warten wir jetzt hier, bis sich da was bewegt, oder? Ich warte, bis Maxa und Hippo da sind. Die sind immer noch 3 Kilometer hinter uns, Coach. Ja, also ich sehe jetzt hier erstmal nichts laufen, aber man sieht auch nicht sonderlich weit in die Stadt rein. Wir könnten natürlich auch einen Schlenker nach links machen und selber in den Kirchturm gehen. Stimmt, da sieht man sehr gut in die Stadt rein. Ja. Zumindest die eine Straße entlang. Ja. Ja, dann machen wir das. Da müssen wir nur sprinten, weil das Ding ist weit weg. Wollen wir das Risiko gehen? Also müssen wir jetzt von hier an die Beine in die Hand nehmen. Zwischensprint bis zum Gebüsch, oder? Gebüsch? Ach, da hinten, nee, das könnten wir machen. Okay, ich renn rüber. Okay. Das hörst du aber jetzt komplett durch die gesamte Stadt. Das glaube ich nicht. Doch. Ach, so weit auch nicht. Doch. Geh zum nächsten. Sehr unrealistisch, ehrlich gesagt. Ja, es ist aber tatsächlich so. Ich sehe hier Spuren. Ja, das ist Reh. Zaun. Das ist Reh. Okay, Coach, ich komm zu dir, du kannst weiter. Ja, jetzt müsste ich quasi durchsprinten. Ja, zum Baum. Ja, Baum, Alter, da kann ich auch durchsprinten. Also, der bitte braucht auch keine Deckung, das kleine Ding da. Ah, der ist weg. Der oder diejenige ist weg.
Okay, Sprint. Okay. Bin auch drin. Eine Knarre, natürlich. Ja, neben dem Altar liegen immer Kniften. Ja, auch eine Knarre. Was denn für Knarren? Nur Pistolen? Nur Pistolen. Machst du die Luke zu hinter dir, Xa? Jupp. Yep. So, warte mal, ich komme mal mit dem Scope hoch. Ja, oh, ich bewache die Tür. Oh, hier liegt noch Fleisch von ins CV. Echt, da siehst du. Du hängst. Hyper. Da liegen unsere Mumpeln ja auch noch hier oben. Bin immer gespannt. Durchaus möglich. Mal hier rausfallen? Ne, ist nichts mehr. Die KR ist auch nicht mehr da. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren. Ja, ich habe nur gerade Angst, weil. Nee, man kann nicht daraus, okay. Alter, halt das, wenn du die Waffe wechselst. Da unten ist echt extrem laut. Tja. Sind wir hier die Camper und Sniper quasi? Na ja, sagen wir jetzt nicht 30 Minuten lang rumhängen? Nee, eben. Wir haben ja eine, kann man das schon mal machen? Das wir eine haben taktische ja eine, Stellung hier. Einen Grund. Haben also ja eine, ich hätte hier noch ein paar gedacht. Small Wooden Sticks im Angebot. Und ob hier was, das wird jetzt natürlich ein fieser Cliffhanger, ne? Und ob hier was durch die Stadt kraucht, das seht ihr in der nächsten Folge. So ist es. So ist es. Ob unser. Ob wir denjenigen hier noch auseinandernehmen oder er uns oder wie auch immer, das seht ihr in der nächsten Folge von Scum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hasst uns für den Cliffhanger. Bing. Genau. Ciao. Tschüss. Ciao.